Hallo, mein Name ist Achim Weidner. Ich bin Referent an der Volkshochschule in Rüsselsheim und Frankfurt am Main und möchte Sie auf zwei Veranstaltungen aufmerksam machen, die wir im November in Rüsselsheim und im Dezember in Frankfurt durchführen mit dem Titel Was ist das Internet der Dinge? Industrie 4.0 verstehen und gestalten. In diesem Vortrag, zu dem ich Sie herzlich einlade, beschäftigen wir uns mit den Dingen, die Sie im täglichen Leben mittragen, mit dem Smartphone, wie das Smartphone, wie die industrielle Revolution 4.0, also Roboter, ja, solche kleinen Figuren, oder hier ein großer Mitarbeiter, mit dem ich hier auch fachlich diskutiere, oder der 3D-Druck unsere Umwelt, unsere Leben, unser Leben, unsere Arbeitssituation verändern werden, mit Sicherheit verändern werden. Und in diesem Vortrag Industrie 4.0, Internet der Dinge, möchte ich Ihnen einen Einblick geben in den Stand der Entwicklung über rechtliche Fragen, kulturelle Fragen, die aufgeworfen werden, wie zum Beispiel, wie arbeiten wir in Zukunft mit diesen Robotern zusammen, die doch auf gleicher Hierarchieebene mit uns zusammenleben werden. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese neue Welt aktiv gestalten wollen und werden. Denn dass sie kommt, ist so sicher. Und es ist jetzt die entscheidende Frage, sich dieser Herausforderung auch spielerisch zu stellen. Deswegen meine herzliche Einladung am 3. November in Rüsselsheim im Stadt- und Industriemuseum und dann im Dezember, Anfang Dezember, in der Volkshochschule in Frankfurt am Main. Alles Weitere entnehmen Sie den dortigen Veranstaltungskalendern. Und wir, also ich und meine Freunde, beschäftigen uns jetzt weiterhin mit der Frage, wie wir in Zukunft miteinander auskommen wollen. Vielen Dank und man sieht sich.